Herzlich willkommen zur Software Engineering Vorlesung. Bevor wir starten mit der Vorlesung, denen, die eben gerade schon beim Praktikum dabei waren, die wird es jetzt nicht mehr überraschen. Wir starten erstmal mit der Evaluierung der Vorlesung, wenn ich das hier schaffe. Und zwar hatten wir eben schon die Evaluierung zum Praktikum. Da werden wir auch den Link dann im Nachhinein nochmal rumschicken. Wir würden uns jetzt ein paar Minuten nehmen für die Vorlesungsevaluierung und ich werde gleich nochmal die QR-Codes wechseln. Dann gibt es separat nochmal eine Evaluierung der Übung. Das scheint jetzt relativ viel, aber das sind natürlich verschiedene Teile. Und es wird auch, ich gehe gleich nochmal zu dem QR-Code, dass ihr bevor ihr anfangen könnt, es wird auch eine unterschiedliche Evaluierung für Jana, für Emiram geben. Ist natürlich für die auch wichtig, die wollen sich weiterentwickeln, die wollen ihre Übungen verbessern. Insofern separat. Das heißt, jetzt geht es hauptsächlich um die Vorlesung bei der Evaluierung und dann gleich nochmal um die anderen beiden. Damit wir so ein grobes Gefühl haben, ich würde gleich noch mal fragen, wer irgendwie noch Zeit braucht. Ansonsten würde es helfen, wenn ihr fertig seid, einfach mal ganz kurz den Arm heben, dann sehe ich, wo wir, dass wir weitergehen können in der Zeit. Gibt es dazu Fragen? Gut, dann für alle, die vorhin nicht dabei waren, bloß noch ein paar Ansagen. Das ist anonym, wir können es nicht nachverfolgen, wer was abgibt. Es wird auch entsprechend von anderen Stellen nochmal anonymisiert. Die gucken da sozusagen nochmal drauf, was irgendwas gibt, was euch identifizieren könnte. Da gibt es so Freitext, das ist optional, ob ihr das macht. Die ganze Umfrage ist freiwillig, aber wir freuen uns trotzdem über jede Rückmeldung. Und insbesondere freuen wir uns natürlich auch, wenn natürlich schlechte Sachen dabei sind. Die solltet ihr gern benennen, damit wir die verbessern können, aber natürlich auch über positive Kritik. Gut, braucht noch jemand diesen QR-Code? Das sieht nicht so aus. Hätte ich vielleicht schon ein bisschen eher machen können. Gut, dann, ich hoffe, ihr kriegt das hin mit den zwei QR-Codes auf die Distanz. Ihr müsst halt gucken, in welcher Übung ihr primär wart. Ja, es gab auch ein paar, die irgendwie vielleicht mal gewechselt haben oder ihr wart mal auch mal eine einzelne Übung wegen so einem Feiertag oder sowas in einer anderen Übung. Es geht jetzt eher darum, in der Übung, in der ihr hauptsächlich wart, dass es da eben auch nochmal Feedback gibt. Ja, dann herzlichen Dank für diejenigen, die uns da Feedback gegeben haben. An der Stelle schon mal, es wird dann, wir müssen gucken, wie schnell wir die Ergebnisse dann bekommen. Es wird dann wahrscheinlich so in 2 Wochen machen wir dazu nochmal eine Auswertung. Da kann ich hier nochmal euch was zurückspiegeln dazu zu eurem Feedback. Gut, wir starten jetzt mit der Vorlesung zu Softwarearchitektur. Und wir stellen uns die Frage, warum eigentlich Architektur? Was hat eigentlich Architektur mit Software zu tun? Da werden wir gleich ein bisschen mehr zu hören. Aber insbesondere haben wir ja schon verschiedene Sachen besprochen. Wir haben zum Beispiel schon besprochen, dass Kunden irgendwelche Anforderungen haben, dass die irgendwas erklären. Das muss aber nicht unbedingt immer schon das sein, was eine gute Lösung für die wäre. Dann gibt es irgendwie vielleicht andere Personen, die die Anforderungen aufnehmen, zum Beispiel ein Projektleiter oder ein Requirements Engineer. Der sich eben explizit mit diesen Anforderungen auseinandersetzt. Wir haben auch schon, und das liegt jetzt eine Weile zurück, das war nämlich so die 2. Vorlesung im Semester, haben wir über Implementierung gesprochen. Und die Frage ist eigentlich, was passiert dazwischen? Wie kommen wir von den Anforderungen zu dieser Implementierung? Und da gibt es tatsächlich mehrere Schritte. Und wir haben beim letzten Mal mit der Systemmodellierung auch schon einen Schritt besprochen. Im Wesentlichen ist die Frage, wie entwerfen wir eigentlich das System? Und da kommen wir gleich nochmal ein bisschen drauf, wie sich jetzt so diese Vorlesung von der letzten abgrenzt und von der nächsten abgrenzt. Das sehen wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter. Im Prinzip ist aber die Frage, wie komme ich jetzt von Anforderungen, textuelle Anforderungen, wie komme ich zum Code? Was habe ich da vielleicht noch für Schritte dazwischen zu tun? Die heutige Vorlesung hat dann 3 Teile. Das heißt erstmal so eine Einführung, was ist das eigentlich Softwarearchitektur, warum machen wir das? Im 2. Teil lernen wir dann einen weiteren UML oder einen weiteren UML-Diagrammtyp kennen. Die gute Nachricht ist, es gibt heute nur einen neuen Diagrammtyp. Das letzte Mal waren es ja 2 neue Typen, mit denen ihr euch rumplagen musstet. Wie gesagt, insgesamt ja auch nur 6 Typen. Und das ist jetzt der 4. UML-Typ, den wir kennenlernen. Und im letzten Teil werden wir den tatsächlich benutzen. Ihr werdet diesen Diagrammtypen in Aktion sehen, weil wir verschiedene Entwurfsmuster uns angucken und uns angucken, wie die Architekturen in der Praxis aussehen. Was sind übliche Architekturen? Zum Beispiel die Client-Server-Architektur, die ich immer schon mal erwähnt habe.
Gut, jetzt dieses Schaubild hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal irgendwie in der Vorlesung. Ja, das ist so ein Bauwerk und sei es jetzt dieses kirchliche Bauwerk, eben dieses Münster, als die höchste Kirche der Welt, die in Ulm steht, wo ich mal vorher war, deswegen ist die auf den Folien. Oder jegliches andere Bauwerk braucht irgendwie eine gewisse Architektur. Ja, da gibt es dann einen Architekten, der das irgendwie plant und dann wird geplant. Natürlich nicht nur, wo sind welche Räume und welche Mauern sind tragende Wände und wie dick müssen die Wände sein. Da gibt es also Sachen zur Statik, die berechnet werden müssen. Aber es gibt vielleicht auch Schmuckelemente da drin. Und wenn man bei der Analogie bleibt, dann ist wahrscheinlich die Statik was, was uns eher interessiert als irgendwelche Schmuckelemente. Aber wir haben auch schon über Schmuckelemente gesprochen, insofern, dass wir uns auch in den Code angucken und auch in den Code reingucken, zum Beispiel bei einem Code-Review, und wollen da auch entsprechend, die Codequalität soll eben stimmen für die Software. Wenn wir jetzt allerdings über Architektur reden, und das ist für die Softwarewelt oder für die Informatik gleichermaßen wie für die Architektur von Bauwerken, dann reden wir über das große Ganze. Es geht nicht um jeden einzelnen Stein in diesem Bauwerk und aus welchem Material es ist. Es geht nicht um jedes einzelne Detail, sondern es geht um das große Ganze. Was ist denn die generelle Architektur? Da gibt es zum Beispiel gewisse Architekturstile, die sich historisch irgendwann entwickelt haben. Und dann, die Experten sehen vielleicht in solchem Bauwerk verschiedene Architekturstile. Und genauso ist das in der Softwarewelt auch. Wir wollen eben über Architektur reden, über den Aufbau im Groben. So, und jetzt hatte ich schon gesagt, irgendwas hat das mit den Anforderungen zu tun. Ne? Anforderungen hier mal visualisiert als große Aktenordner. Es gibt ein bisschen einen Trend dahin, dass man in der Softwareentwicklung weniger dieser Aktenordner produziert, dass man versucht, davon wegzukommen. Teilweise kommt man da nicht umhin, gerade wenn es so Software ist, die aus öffentlicher Hand beauftragt wird, dann wird es da immer noch solche großen Dokumente geben und Aktenordner. Gut, jetzt wollen wir aber eigentlich zu einer Implementierung, das heißt hier irgendwas, vielleicht erkennt ihr sogar, welche Programmiersprache das sein soll, in irgendeiner Programmiersprache ist was implementiert, aber die Frage ist, wie kommen wir eigentlich dahin, denn die Implementierung soll ja nachher genau das machen, was wir da brauchen. Wir wollen auch nicht ständig was implementieren und das wieder wegschmeißen, weil es nicht funktioniert hat. Wir wollen also irgendwas dazwischen. Weeks of coding can save you hours of planning. Da muss man einen kleinen Moment drüber nachdenken vielleicht. Ja, also wer nicht gerne plant, der kann sich ein paar Stunden einsparen und kann dafür ein paar Wochen länger programmieren. Das ist tatsächlich so der Plan von Architektur, das muss nicht immer aufgehen, aber der Plan ist, dass wir relativ wenig umsonst entwickeln, sondern dass wir es von vornherein so planen, dass wir nur das entwickeln, was wir auch brauchen. Ein Beispiel könnte sein, vielleicht fangen wir an, das zu implementieren und sagen, oh, Java ist so eine schöne Sprache, wir implementieren den Taschenrechner in Java und später kommt jemand um die Ecke, ja, aber das soll ja in einem Webbrowser laufen und dann kann ich da meinen Java-Code vielleicht nicht laufen lassen. So, das heißt, die Wahl der Programmiersprache ist eine Sache, aber es gibt natürlich noch viele andere Entscheidungen. Große Software-Systeme haben jetzt leider sehr viele von diesen Anforderungen, haben viele Entwickler und wir brauchen irgendwie eine Trennung von Belangen. Was meinen wir damit? Wir müssen irgendwie überlegen, welche dieser Anforderungen wird nachher welches Entwicklerteam umsetzen? Lässt sich das irgendwie aufteilen? Können wir irgendwie die Entwickler in Teams aufteilen? In welche Teile teilen wir diese Software auf? Und was man dann erstellt, sind irgendwelche Architekturdokumente. Das ist häufig was, was grafisch ist, muss aber nicht zwingend sein. Wir werden am Ende der Vorlesung auch was kennenlernen, dass wir teilweise einfach Schlagwörter benutzen, bestimmte Architekturstile und dann nur noch sagen müssen, es folgt der und der Architektur. So, aber typischerweise hat das irgendwas mit Modellen zu tun, deswegen eben auch einen neuen Modelltyp, den wir uns nachher angucken. Gut, was wir uns dazu schon angesehen haben, sind Entwurfsmodelle und hier mal stellvertretend jetzt einfach zwei, nämlich das Wasserfallmodell und das V-Modell. Und bei beiden Modellen haben wir irgendwie schon mal zu tun, ihr habt mit gewissen Phasen. Und jetzt können wir nochmal gucken, wo wir uns jetzt gerade befinden. Wir befinden uns also irgendwo zwischen den Anforderungen, erste Phase, Wasserfallmodell und der Implementierung. Wir befinden uns irgendwo hier, ja, Software und System und Softwareentwurf. Genau genommen befasst sich die heutige Vorlesung mit dem Systementwurf und die nächste Vorlesung mit dem Softwareentwurf. Und im V-Modell ist das ein bisschen anders aufgeteilt. Im V-Modell gibt es
die Anforderungsermittlung oder Englisch Requirements Elicitation, dann die Systemmodellierung, der Architekturentwurf und den Softwareentwurf. Und tatsächlich richtet sich unsere Vorlesung eher nach dem V-Modell bei diesen Stufen, die sind ein bisschen detaillierter, denn wir hatten eine Vorlesung, wo mich vor 2 Wochen Jana vertreten hat, zur Anforderungsermittlung, wir hatten die letzte Vorlesung zur Systemmodellierung, diese Vorlesung ist zum Architekturentwurf und die nächste Vorlesung wird zum Softwareentwurf sein. So, das heißt, damit ihr das grob einordnen könnt, wo wir jetzt gerade stehen, wir befinden uns also jetzt hier beim Architekturentwurf. So, und was da vielleicht ganz interessant ist, ich werde jetzt hier nur Abkürzungen benutzen. Ihr seht die auf der rechten Seite, seht ihr quasi die kompletten Boxen. Manchmal wird so mit Begriffen hantiert und die möchte ich für euch kurz einordnen. Wir haben also hier verschiedene Boxen. Also Requirements Elicitation, Anforderungsermittlung und das gibt quasi den Input, ja, ich spreche mit dem Kunden, ich versuche irgendwie Anforderungen zu ermitteln, dann schreibe ich die irgendwie auf oder ich mache vielleicht ein Use-Case-Diagramm dazu. Und das Ganze fließt dann in die nächste Phase. So, was da rausfällt, ist die Anforderungsspezifikation. Ja, das kann ein Dokument sein, das kann so ein Aktenordner sein, wo verschiedene Sachen drin sind, aber vielleicht ist es manchmal auch deutlich leichtgewichtiger, vielleicht ist es in einem Online-System und da sind einfach 2 Modelle und da ist eine kurze Beschreibung dazu. Gut, wir werden zum Beispiel, ja, wenn ihr auf GitHub guckt, dann wird viel inzwischen einfach digital in so einem Issue-System gemacht. Jemand schreibt irgendwie so ein Issue und dann wird es irgendwie geplant, wann das gemacht wird. Das heißt, das ist so eine Art moderne Form der Anforderungsspezifikation. Gut, dann haben wir Systemmodellierung. Seht ihr wieder im V-Modell parallel. So, was fällt daraus? Das ist die sogenannte Systemspezifikation. Das ist also das, an dem Stand waren wir am Ende der letzten Vorlesung. So, Spezifikation kürze ich jetzt mal ab, um euch ein bisschen Zeit zu sparen. Und was wir heute besprechen, ist der Architekturentwurf. Das heißt, wir haben eine Systemspezifikation, wir haben die Anforderungen auch zur Verfügung. Ich weiß halt, es gibt irgendein System, ich habe vielleicht Use-Case-Diagramme. Welche anderen Diagrammtypen hatten wir noch letzte Woche? Erinnert sich jemand? Einfach reinrufen. Was hatten wir noch für Diagrammtypen? Use Case hatten wir vor 2 Wochen. Zustandsdiagramme, was hatten wir noch? Lasst euch kurz überlegen, ihr könnt aber einfach reinrufen. Was für Diagramme? Ja, genau, die hatten wir auch noch. Gut, also, was wir heute besprechen, ist der Architekturentwurf. Ich nehme vielleicht mal noch eine andere Farbe, weil manchmal sind die Begriffe im Deutschen ein bisschen anders. Was haben wir? Ich glaube, auf den Folien haben wir immer blau. Verwirrenderweise heißt es nicht Architekturentwurf im Deutschen, sondern Grobentwurf. Aber da ich nicht weiß, bei was für einem Arbeitgeber ihr mal landet, kriegt ihr einfach die englischen und die deutschen Begriffe. Das ist der Grobentwurf. Gut, und dann schon mal als kleiner Vorausblick, was da jetzt rausfällt, ist die sogenannte Architekturspezifikation. Da werden wir also am Ende der heutigen Vorlesung sein. Und das Ganze ist wieder die Eingabe für die nächste Phase. Jetzt muss ich wahrscheinlich ein bisschen hin und her. Nämlich das Software-Design. Ja, das seht ihr ja auch da oben schon wieder. So, und das ist zu Deutsch bekannt als Feinentwurf. Da gibt es auch wieder bestimmte Diagramme, die gucken wir uns dann nächste Woche an.
Was jetzt noch interessant ist, ab und zu spricht man mal nur von Analyse oder nur von Entwurf. Und jetzt noch die Frage, wo findet sich das in diesem Bild? Und das ist so der Hauptzweck von dieser Abbildung, dass ihr diese Begriffe zuordnen könnt. Wenn man das nicht so fein unterteilen will, dann ist das hier der Entwurf. Oh, achso, jetzt habe ich hier das deutsche Wort, weil ich es gerade auf Deutsch gesagt habe. Oder Englisch Design. Gut, jetzt komme ich da oben wahrscheinlich wieder nicht ran. Mal gucken. So, und wie heißt das? Das ist die Analyse oder Englisch Analysis. Ja, das ist, mit diesen Begriffen wird häufig irgendwo um sich geworfen oder jemand redet davon, man muss den Entwurf machen. Dann könnt ihr fragen, ja, was für ein Entwurf, den Grobentwurf oder den Feinentwurf? Vielleicht ergibt sich es manchmal aus dem Kontext, weil dann jemand sagt, mit dem und dem Diagrammtyp wollen wir zum Beispiel irgendwie den Entwurf machen. Aber das sind quasi so übergeordnete Begriffe, Analyse, was eigentlich Anforderungsermittlung und Systemmodellierung ist, und Entwurf in Grob- und Feinentwurf. Aber das, auf diese Grafik kommen wir jetzt in der nächsten Vorlesung dann auch nochmal zurück. Ihr solltet es dann noch etwas detaillierter verstehen, was eigentlich dahinter steht, was da passiert in diesen Phasen. Gibt es dazu schon Fragen? Gut, dann kommen wir jetzt dazu, was machen wir eigentlich in dieser dritten Phase, dieser Architekturentwurf? Lasse ich euch kurz lesen. Ja, und ähnlich wie in der Architektur von Gebäuden ist das vor allem erstmal ein kreativer Prozess. Ja, ist nicht so, dass in den Anforderungen alles vorgegeben ist, wie ich diese Software umsetzen muss, sondern ich kann jetzt kreativ überlegen, wie können wir das System umsetzen, wie können wir das sinnvoll aufteilen. Und das ist was man sozusagen, ja, wahrscheinlich, auch, wenn man von außen so auf die Informatik drauf guckt, was man da eher unterschätzt, wie viel Kreativität da eigentlich drinsteckt, gerade in diesem Architekturentwurf. So, wir müssen uns also ein System vorstellen, überlegen, was wir vielleicht in ein oder zwei Jahren umsetzen mit 100 Entwicklern und müssen jetzt überlegen, wie soll das eigentlich aufgebaut sein, damit es nachher alle funktionalen, nicht funktionalen Anforderungen erfüllt. So, das ist quasi Architekturentwurf als Phase und jetzt gibt es noch den Begriff der Softwarearchitektur, das ist das Ergebnis daraus. Gut, also wir haben den Prozess, Architekturentwurf und daraus fällt raus eine Softwarearchitektur und diese Softwarearchitektur ist maßgeblich dafür verantwortlich, wie später die Performance von dem System ist, wie später die Sicherheits- oder wie später Sicherheitslücken behoben werden müssen oder wie die Verfügbarkeit von dem System ist. Ein Beispiel, eine Architekturentscheidung ist, ob das System im Webbrowser läuft, ob es verteilt ist über mehrere Knoten, über mehrere Rechnerknoten und dann ist natürlich, hat das was mit der Performance zu tun, weil ich habe vielleicht größere Delays, wenn ich erst was übers Netzwerk irgendwo schicken muss, als wenn das alles auf einem Rechner passieren würde. Ich habe aber vielleicht eine höhere Verfügbarkeit, weil dann kann es ja vielleicht redundante Server weltweit geben und selbst wenn mal ein Land irgendwie offline ist, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es vielleicht, ist der Webservice vielleicht trotzdem noch, steht er noch zur Verfügung. Das heißt, die Softwarearchitektur ist maßgeblich dafür zuständig, solche Eigenschaften und insbesondere nicht funktionale Eigenschaften sicherzustellen. Lasse ich euch kurz lesen, als Meinung aus der Praxis. Ja, wenn ich so ein Automobil habe und ich überlege mir, es wäre doch schön, ja, ich habe ein Tempomat und den Tempomat möchte ich jetzt erweitern. Der Tempomat soll nämlich automatisch reagieren, wenn ein Auto vor mir ist. Ja, also es gibt ein Tempomat, den gibt es schon im Auto. Es gibt auch schon ein Auto, was automatisch bremsen kann, was nämlich sozusagen verhindert, dass es irgendwie einen Auffahrunfall gibt. Jetzt wollen wir das beides kombinieren. Wir wollen, dass es einen adaptiven Tempomat gibt, der eben auch schon abbremst etwas weiter davor und nicht erst bei der Notbremsung, sondern der sozusagen das Auto schon in einem gewissen Abstand zum Vorderauto hält.
Gut, dann ist die Frage, wo implementiere ich das jetzt eigentlich? Ja, auf welchen Steuergeräten muss ich nachher was dafür machen? Und das hat natürlich mit vielen Sachen zu tun. Ich muss Fahrzeuginformationen abgreifen vom Fahrzeug. Ich muss Sensoren abgreifen. Es gibt vielleicht mehrere Steuergeräte in dem Fahrzeug, die manche dieser Daten haben. Und dann braucht es aber nachher auch noch vielleicht einen Knopf, wo ich das wählen kann, dass ich adaptiven Tempomat einstellen möchte. Und der muss eine entsprechende Funktionalität bieten. Der hängt wieder an einem anderen Steuergerät. Ihr seht also, es ist erstmal die Frage, wenn es 100 Steuergeräte gibt in dem Auto, welche haben überhaupt mit dieser einen Funktionalität, mit diesem einen neuen Feature zu tun? Mit welchen Abteilungen, mit anderen Worten, muss ich eigentlich im Automobilkonzern oder im dem entsprechenden Bereich sprechen, um dieses Feature umzusetzen? Ja, und das ist eine Aufgabe von Softwarearchitektur, eben zu überlegen, auf welchen Teilen werden welche Softwareteile, Softwarefeatures umgesetzt. Gut, das Bild ist hoffentlich ziemlich überspitzt. Aber tatsächlich ist es so, da gibt es auch immer mal wieder Fälle, wo uns das dann bewusst wird, gerade immer, wenn eine gewisse Software irgendwie wegbricht oder wenn bekannt wird, dass eine gewisse Software irgendwie Sicherheitslücken hat, zum Beispiel Log4j als kleines Open-Source-Projekt, mit dem man halt Sachen als Debug-Ausgaben ausgeben kann. Ja, das haben halt einfach ganz viele Leute benutzt in der Java-Programmierung. Und dann gab es halt Sicherheitslücken, die dafür gesorgt haben, dass wo auch immer dieses Programm benutzt wird, mit Log4j, man dann entsprechend das ganze System übernehmen konnte. Und das ist natürlich ein Problem und damals gab es einen riesen Aufschrei. Und so in der Art ist das natürlich ein Problem, wenn wir irgendwie Infrastruktur haben, wenn wir bestimmte Pakete haben. Manche sind halt kritischer als andere. Ja? Wenn hier von den Sachen hier oben irgendwie was wegbricht, zum Beispiel euer Taschenrechner vom Praktikum eine Sicherheitslücke enthält, dann kann man das vielleicht verschmerzen, aber gut, wir vielleicht nicht, wenn wir den ausführen, müssen wir vielleicht nochmal das Sicherheitskonzept bei uns überdenken. Aber ihr könnt euch quasi, könnt wahrscheinlich nachvollziehen, dass Software, die eben auf vielen Systemen nachher läuft, die an vielen Stellen verwendet wird, dass die entsprechend kritischer ist. Gut, und ihr seht, wenn man jetzt hier überhaupt von Architektur sprechen kann, dann ist es wahrscheinlich einfach gewachsen. Ja, in vielen Ländern gibt es das, gibt es zum Beispiel sogenannte Balkonanbauten, wo es immer wieder einfach einen Anbau gibt, zum Anbau. Wir wollen es jetzt irgendwie systematischer machen und das insbesondere die Frage, was sind eigentlich diese Ziele, warum machen wir das mit der Softwarearchitektur? Einerseits gibt es verschiedene Akteure in der Softwareentwicklung, englisch Stakeholder, die miteinander sprechen. Ja? Und mit dem Comic am Anfang zu den Schaukeln ist das schon immer visualisiert. Da gibt es offensichtlich verschiedene Personen, die reden miteinander über die Software. Wir wollen Wiederverwendung haben. Wir wollen nicht, dass ein Motorsteuergerät, was ein Automobilzulieferer baut, der möchte das nicht quasi für alle verschiedenen OEMs, die irgendwie diesen Motor einbauen oder dieses Motorsteuergerät verbauen, möchte der nicht von vorn anfangen, sondern nämlich Teile wiederverwenden. Log4j ist ein anderes Beispiel. Wir wollen halt nicht, warum soll jeder sein eigenes Tooling schreiben, um Debug-Ausgaben zu machen? Da ist natürlich schön, wenn man irgendwie darüber nachdenkt, so eine extra Komponente zu machen und ist zumindest Aufwand gespart, wenn wir das wiederverwenden. Natürlich ist es dann entsprechend kritisch, wenn es an vielen Stellen wiederverwendet wird, wenn da Sicherheitslücken auftauchen. Gut, und dann gibt es gewisse kritische Anforderungen, nicht funktionale Anforderungen, zum Beispiel, es wäre nicht denkbar, dass ein adaptiver Tempomat zum Beispiel 100 Sekunden braucht, um zu reagieren oder zu antworten. Ja, weil wenn der 100 Sekunden abwartet und der Vordermann bremst, dann bin ich aufgefahren, dann ist es quasi zu langsam. Da ist wahrscheinlich schon eine Sekunde nicht mehr okay. Ja? Dann möchte man irgendwie ein System haben, was innerhalb von ja, vielleicht Bruchteilen einer Sekunde schon reagiert. Das sind kritische Anforderungen. Ja? Und es gibt von diesem großen Aktenordner mit Anforderungen, gibt es sicherlich immer ein paar, die sind kritischer als die anderen. Und häufig sind es die, die wir mit Softwarearchitektur lösen können.
Jetzt ist das so, wir wollen ja auf das System im Groben drauf gucken, ne? Und das englische Wort oder das deutsche Wort dafür, Grobentwurf, ist auch ein bisschen naheliegender oder ein bisschen näher dran an dem, was wir machen wollen. Wir wollen eigentlich grob gucken, wie ein System strukturiert ist und nicht auf alle kleinen Details. Und dafür gibt es verschiedene Sichten, und zwar eine physische Sicht. Das ist die Sicht, es gibt da so ein Fahrzeug, das kann ich kaufen, und wenn ich da eine ECU rausreiße aus dem Fahrzeug oder die wird mechanisch beschädigt, dann gehen halt gewisse Sachen nicht mehr. Das ist eine physische Sicht, auf welcher Hardware läuft welche Software. Dann gibt es eine Entwicklungssicht, das heißt, welche Teams entwickeln eigentlich welche Teile, welche Zulieferer entwickeln für welche ECUs irgendwie Steuersoftware. Dann gibt es die logische Sicht, das heißt, wir haben ja vielleicht gewisse Fahrfunktionen, die haben irgendwie damit zu tun, wie das Auto fährt. Wir haben irgendwie so Komfortfunktionen, dass wir per Sprache jemanden anrufen können. Und das sind alles verschiedene, erstmal unabhängige Sachen, auch wenn die nachher vielleicht teilweise auf der gleichen ECU laufen. Das heißt, es ist eine andere Herangehensweise, vielleicht auch für den Kunden sichtbar, dass manche Sachen eben mit dem eigentlichen Fahren zu tun haben und andere mit dem Infotainment. Gut, und dann gibt es noch die Prozesssicht, das heißt, wann passiert was, das heißt, in welcher Reihenfolge müssen vielleicht Dinge irgendwie passieren, entwickelt werden. Gut, jetzt können wir nochmal gucken, ob ich irgendwas vergessen habe. Es geht also bei der logischen Sicht um so Schlüsselabstraktionen, gewisse Sachen, die sich einfach direkt aus der Domäne ergeben. Prozesssicht, was passiert eigentlich zur Laufzeit von diesem System? Da gibt es vielleicht irgendwie mehrere Prozesse, die sollen vielleicht auch wie parallel laufen. Das ist relativ typisch, wenn wir irgendwie so Scheduling haben. Ja, da gibt es so eine ECU und da kommt jetzt eine Anfrage vom automatischen, von der automatischen Abstandshaltung und da kommt eine Anfrage, dass der Nutzer hat gerade die Lautstärke hochgedreht. Dann soll quasi nicht die Anfrage, dass die Lautstärke hochgedreht wird, zuerst ausgeführt werden, sondern erstmal abgefragt werden, ob sich an dem Abstand zum Vorderfahrzeug was verändert hat. Das heißt, da gibt es vielleicht gewisse Sachen, die Prozesse, die irgendwie nebeneinander laufen, die gleichzeitig ablaufen und wo man dann auch priorisieren muss. Gut, die Entwicklungssicht, die halt sozusagen nicht unbedingt für alle Beteiligten wieder interessant ist, sondern eben für bestimmte Personen, dann eben die Entwickler. Wie teilen die sich auf? Welche Einzelentwickler, welche Teams und bei großen Produkten, sowas wie im Automobil, dann auch noch verschiedene Firmen, die irgendwie involviert sind. Und die physische Sicht, das habe ich schon erwähnt. Ja, es gibt so ein paar Sachen, die immer wiederkehren und die, selbst wenn das jetzt vielleicht auch schon eine Weile alt ist, das Zitat von Conway von 1968, hat sich das in den letzten Jahren ziemlich durchgesetzt und in den letzten Jahren bekommt es immer mehr Beispiele oder immer mehr Rückenwind, dass das eigentlich ein zentrales Prinzip der Informatik ist oder der Softwaretechnik oder im Software-Engineering, dass wenn ich eine Organisation habe und mich irgendwie in Teams aufteile, dann werde ich das nachher in der Software sehen. Ich werde in der Software, kann ich nachgucken, ich kann in Versionsverwaltungssystemen nachgucken, kann nachgucken, wie ist die Architektur und dann kann ich daraus Rückschlüsse ziehen auf die Organisation. Weil so wie die Organisation ist, wie die kommunizieren, wie die sich in Teams aufteilen, so wird nachher der Quelltext auch aussehen. Davon gibt es viele Beispiele in der Literatur, aber insbesondere sieht man das eben bei Open-Source-Projekten dann auch, wie die Organisation dann entsprechend funktioniert. Das ist relativ interessant, weil der Schritt, ob ich meine Software Open-Source entwickle oder kommerziell, bedeutet auch, dass ich was über mein Unternehmen preisgebe. Ja, wenn ich jetzt sage, ich möchte das erste Fahrzeug bauen, wo die Software komplett Open Source ist, gibt es meines Wissens nach aktuell noch nicht. Es gibt teilweise einzelne Open Source Komponenten, wo die benutzt werden. Wenn ihr ein moderneres Fahrzeug habt als ich, dann könnt ihr da mal nachgucken oder irgendwo mal verfügbar bei den Eltern oder ähnlichen Freunden. Könnt ihr da mal nachgucken, da gibt es irgendwo im Menü ganz versteckt einen Hinweis darauf, was alles für Softwarelizenzen gelten für das Produkt und das sind meist
hunderte von Lizenztexten, das sind hunderte von einzelnen Komponenten, die irgendwo benutzt werden. Wenn ich jetzt allerdings mich entscheide, ich möchte jetzt komplett die Entwicklung Open Source machen, also alle Software in dem Fahrzeug, dann bedeutet das, dass ich auch gleichzeitig offenlege, wie ich in dem Unternehmen mich organisiere, ja, welche Abteilungen ich habe. Das kann man nämlich aus dem Code dann komplett wiederum rauslesen. Das ist ein wohlgehütetes Geheimnis typischerweise. Bei Firmen, meist aus Sicherheitsgründen, das geht darum, ne, man kann mit Social Engineering, jemand kann von außen irgendwo anrufen und sagen, hier, dein Kollege hat mir Folgendes erzählt. Und je mehr eine Firma auf der Webseite oder ähnlichem Preis gibt über sein Unternehmen, desto schwieriger ist es oder desto einfacher ist es für Angreifer. Gut, ist also nicht unbedingt was wir unbedingt mit im Hinterkopf behalten sollten, dieses Conway's Law. Und das bedeutet gleichermaßen, wenn ich ein System, mir die Architektur von dem System überlege, dann ergibt sich daraus eine Kommunikationsstruktur für das Unternehmen und andersrum, wenn ich eine Kommunikationsstruktur habe, ergibt sich teilweise daraus aus die Softwarearchitektur. Gut, das war jetzt alles relativ abstrakt. Wir werden jetzt mal ein bisschen konkreter, wir haben eine konkrete Aufgabe und zwar sollt ihr ein Messenger-App angucken, und zwar den Signal Messenger, der hat nämlich den Vorteil, der ist Open Source, den könnt ihr euch angucken und wir nehmen uns da jetzt so knapp 5 Minuten. Hier ist der QR-Code und dann werten wir das gleich aus. Ja, und dann machen wir gleich noch eine Auswertung in Pingo, das heißt, gibt es jetzt einen zweiten QR-Code, wenn er den scannt, kommt er auf den üblichen Link zu Pingo, wo es eine Frage für euch gibt. Sehr schön. Okay. Also schlechte Nachricht, die 5 Minuten kann ich euch nicht zurückgeben. Die Idee war so ein bisschen, dass ihr einfach mal nur auf den Code drauf guckt und tatsächlich ist das auch eine wichtige Rolle von Softwarearchitektur. Nicht nur, wenn wir dastehen mit großen Aktenordnern, mit Anforderungen und noch kein System haben, sondern selbst wenn ihr jetzt sagt, ab morgen möchte ich in der Signal-App irgendwie mitprogrammieren, dann braucht ihr erstmal ein High-Level-Verständnis, dann müsst ihr erstmal verstehen, wie ist eigentlich der Grobentwurf. Wo finde ich da was? Mit welchem Entwickler muss ich sprechen, wenn ich zu irgendwas Fragen habe? Und all das, da soll Softwarearchitektur eben auch helfen. Das heißt, diese 5 Minuten wären vielleicht sinnvoller gewesen, wenn ihr ein Architekturmodell irgendwie hättet, auf das ihr hättet drauf gucken können. Was wir da im Code aber direkt nicht finden, oder zumindest ich nicht gefunden habe im Code. Gibt es eine Anmerkung? Also es ist ein bisschen schwierig. Tatsächlich gab es lange Zeit, also es ist eine generelle Diskussion oder eine Frage auch in die Richtung oder ein Kommentar. Hilft Open-Source-Software, sichere Software zu haben? Und da gab es eine ganze Zeit lang quasi so das Verständnis, wenn wir jetzt alles Open-Source machen, dann kann sich ja jeder, nicht nur jeder Angreifer informieren, sondern kann sich natürlich auch jeder darum kümmern, dass alles sicherer wird. Aber das ist eine größere Diskussion und nicht so einfach und auch nicht Teil der heutigen Vorlesung. Wir kommen tatsächlich nochmal auf Open-Source-Software zurück in einer späteren Vorlesung. Heute soll es uns hauptsächlich um die Software-Architektur gehen und natürlich sehen wir gewisse Sachen im Code. Ihr habt jetzt schon irgendwas da drin gesehen, aber sicherlich habt ihr noch nicht dieses Verständnis für die grobe Software-Architektur. Und da ist eben die Frage, auch da hätte ja jemand vielleicht könnte man ein Diagramm zeichnen, aber dann ist die Frage, in welcher Sprache macht man das dann wieder? Macht jede Firma wieder ihre eigenen Sprachen dafür? Und da gibt es einen Standard, der sich sehr weit durchgesetzt hat. Das ist wahrscheinlich eines der, oder das, ich glaube, das statistisch gesehen das zweitmeist genutzte UML-Diagramm sind diese Komponentendiagramme. So, wir haben schon kennengelernt, UML-Diagramme, nämlich Verhaltensdiagramme, Anwendungsfalldiagramme, Englisch Use Case, Aktivitätsdiagramme, Zustandsdiagramme. Und heute wollen wir eben das erste Strukturdiagramm angucken. Es geht also nicht um das Verhalten primär, sondern eher um die Struktur von dem System. Wie ist es aufgebaut? Und in der nächsten Woche gucken wir uns dann die Klassendiagramme an. Das sind im Wesentlichen Komponentendiagramme, Grobentwurf, Klassendiagramme, Feinentwurf, ist so eine grobe Richtlinie.
Gut, wir haben also Komponentendiagramme. Was haben wir da drin? Eine Komponente ist ein austauschbarer Teil von einem System und hat irgendwie eine Schnittstelle, Englisch Interface. Und wir brauchen auch wieder eine grafische Komponente, das heißt, wir haben hier so eine kleine eckige Box. Und da ist UML, also es gibt viele Sachen, wo man sich drüber streiten kann, aber da ist UML relativ konsistent. Wann immer es um was relativ Technisches geht, dann sind es eckige Boxen. Das heißt, hier auch wieder bei wie das System, bei einem Use-Case-Diagramm, sind es hier auch wieder eckige Boxen. Das ist quasi eine Komponente. Und damit man die auseinanderhalten kann von anderen eckigen Boxen, zum Beispiel der eckigen Box, wo System dran steht, in einem Use-Case-Diagramm, haben die immer so ein kleines Symbol. Ja? An der Stelle, wo Component steht, würde normalerweise einfach der Name stehen, aber damit ich das erkenne als Komponente, diese eckige Box, hat die immer so ein kleines identifizierendes Symbol. Ist der Ton zu laut oder irgendwie ungünstig? Okay, passt für euch. Gut, dann ist es bloß, stehe ich hier irgendwie ungünstig. Gut. Jetzt nützt uns das aber nichts, wenn wir einfach so ein Diagramm haben und haben verschiedene Komponenten. Denn wir wollen ja wissen, welche Komponenten reden eigentlich miteinander, welche Komponenten machen irgendwie was zusammen. Deswegen gibt es zwei verschiedene Arten von Schnittstellen. Nämlich es gibt die, die ich brauche von anderen. Also es gibt gewisse Sachen, die ich brauche zum Funktionieren. Und die werden so dargestellt. Und es gibt die, die ich anbiete für andere. Und die werden so angestellt, dargestellt. Das heißt, provided ist eben was, andere Komponenten, für andere Komponenten biete ich was an. Zum Beispiel die Log4j-Komponente könnte sagen, ich habe hier eine Methode, Log-Info, Log-Warning, Log-Error oder diese drei Methoden, die biete ich hier an. Ja, die verstecken sich alle hinter diesem kleinen Symbol hier. Und jemand anders kann die von außen aufrufen und muss sich aber nicht weiter um die Implementierung dieser Methoden kümmern. Das Ganze ist auch als API bekannt. Das bloß am Rande. Application Programmer Interface, glaube ich. Aber meist einfach nur API abgekürzt. So, jetzt ist noch die Frage, wie kann man sich das merken? Also das hier ist auch bekannt als Lollipop-Notation, weil es eben aussieht wie so ein Stiel und da oben der Lolli. Und die beiden greifen halt schön ineinander. Und so ein Lolli, der irgendwo rumliegt, ist kein Problem für uns. Aber wenn das hier irgendwo so eine leere Hand, das ist auf jeden Fall traurig. Ja, stellt euch so einen kleinen Kinderarm vor und der greift nach so einem Lolli und da ist keiner. Das ist irgendwie ein Problem für uns. Wenn ihr also irgendwie so ein, ich als kleine Eselsbrücke ja, für euch, ich vermeide vielleicht ein paar Fehler in der Prüfung. Wenn ihr also ein Komponentendiagramm malt und da sind mehrere solche Komponenten drin, sollte das auf jeden Fall nie leer sein, womit wir leben können, wenn die Teile halt sozusagen keinen Gegenpart haben. Gut, jetzt wollen wir ein größeres Beispiel sehen. Auf den Folien seht ihr jetzt noch nicht viel. Die Frage ist ja, wie arbeiten die jetzt zusammen? Gucken, wie wir das jetzt schnell hinkriegen. Ich habe den falschen Zettel. Was ich mit euch jetzt machen möchte, ist ein E-Mail-Programm zu modellieren. Wie könnte die Architektur für ein E-Mail-Programm aussehen? Was haben wir da? Wir haben einen E-Mail-Viewer. Also was nützt ein E-Mail-Programm? Ich muss die auf jeden Fall irgendwie anzeigen können. So, was ich jetzt mir mal spare aus Gründen der Zeit, ist überall dieses kleine Symbol in die Ecke zu malen. Das mache ich vielleicht nachher noch nach für das Handout. So, so ein E-Mail-Programm hat häufig eine Anbindung an einen Kalender. Jetzt gibt es aber einen Kalender auch ohne E-Mail-Programm. Das heißt, wir wollen vielleicht eine Komponente machen für den Kalender, die erstmal separat davon ist. So, und jetzt die Frage, warum müssen diese Symbole sein? Naja, der Kalender bietet irgendeine Funktionalität an. Und in dem E-Mail-Programm nutze ich die. Das kann zum Beispiel praktisch sein, einige E-Mail-Programme haben das erst in den letzten Jahren eingeführt, man bekommt eine E-Mail mit einer Anfrage und direkt unter der E-Mail oder über der E-Mail wird so eine kleine Sicht eingeblendet und da wird angezeigt, ob man selbst Zeit hätte. Das heißt, es wird einfach eine kleine neue Sicht generiert und dafür braucht man natürlich irgendwie Zugriff auf den Kalender.
um das entsprechend sehen zu können. Das heißt, es ist Funktionalität. Die E-Mail-Ansicht, die braucht vielleicht die Kalenderansicht, die nutzt vielleicht Teile davon wieder. So, was ein E-Mail-Programm auch braucht, sind irgendwie Kontakte. Und da ist auch wieder die Frage, in welche Richtung. Naja, Kontakte müssen irgendwie verwaltet werden, müssen irgendwo abgespeichert werden und werden nachher hier benutzt. Ich habe aber vielleicht noch alle andere Anwendungsfälle für eben diese Kontakte, dass ich auch auf einem Handy, was weiß ich, jemanden anrufen kann. Das ist unabhängig von der E-Mail. Gut, das Ganze kann jetzt unser E-Mail-Client sein. So, den bauen wir gleich mal noch ein bisschen aus, wenn ich euch noch mehr erzählt habe. Jetzt ist es so, wenn wir in der Praxis irgendwas modellieren, dann kommen wir schnell dahin, dass wir Systeme modellieren mit, oder die Systeme, die wir heute so haben, sind so komplex, dass die nicht einfach nur 10 Komponenten haben und dann malen wir so ein kleines Diagramm oder 3, wie unser E-Mail-Client, sondern die haben Tausende von Komponenten. Ja, wie gesagt, wenn ihr für Fahrzeuge nachgucken wollt, guckt dann mal im Infotainment nach. Fast für jede Lizenz, die ihr da lest, habt ihr mindestens mal eine extra Komponente drin. Weil es selten so, dass eine Komponente unter mehrere Lizenzen kommt, sondern eher mehrere Komponenten nachher die gleiche Lizenz haben. Das heißt, da sind Hunderte, Tausende von Komponenten drin. Und das ist jetzt die Frage, wie können wir die vielleicht irgendwie gruppieren? Wie können wir vielleicht irgendwie reinzoomen? Nicht jeder muss immer alles von allen Komponenten wissen. Und dafür gibt es eine Verschachtelung von Komponenten. Das heißt, wir können größere Systeme einfach weiter strukturieren, können die zerlegen in mehrere Teilsysteme. Was jetzt passiert? Wir haben irgendwie Subkomponenten. Und diese Subkomponenten, wie gesagt, alle wieder mit diesem schönen Symbol hier rechts oben, die kommen jetzt innerhalb einer größeren Komponente. Davon kann es jetzt auch wieder mehrere geben. Jetzt deute mal einfach 2 Subkomponenten an. Die kommunizieren jetzt irgendwie miteinander. Das ist jetzt bloß ein Beispiel. Das können halt beliebig viele Subkomponenten sein. Hier sind es jetzt einfach mal 2. Die beiden kommunizieren miteinander. Und jetzt sage ich, diese beiden, das ist eigentlich zusammen eine Einheit, die zusammen bilden irgendwie einen Teil und man muss gar nicht immer reingucken, sondern man kann manchmal auch nur an dem Übergeordneten interessiert sein. Das heißt, was wir da machen ist, wir bauen einfach noch eine Box drumherum. Diese Box kriegt auch wieder dieses nette Symbol hier außen. Das ist also auch eine Komponente, genauso wie die inneren Komponenten. Und die kriegt halt auch wieder irgendwo einen Namen. Was wir jetzt aber noch nicht wissen, ist, wie kann jetzt diese Komponente mit der Außenwelt kommunizieren? Und es würde uns jetzt nichts nützen, wenn wir einfach nur irgendwo so Lollis von außen dran malen und wir wissen aber gar nicht, wir haben hier außen jetzt irgendwie einen Lolli, zu was passt der eigentlich? Das heißt, was wir hier machen müssen ist, ja, das ist ja quasi so das, wo wir vielleicht hinwollen, diese übergeordnete Komponente, die bietet irgendwas an und die braucht auch irgendwas. Jetzt aber die Frage, was ist mit dem Rest? Es gibt hier drin, wenn die Gesamtkomponente irgendwas anbietet, die besteht im Wesentlichen aus der Summe dieser Teile, dann muss es hier drin irgendwas geben, was diese Sachen anbietet. Dann muss es auch hier drin irgendwas geben, was diese Sachen konsumiert, die hier vorne gebraucht werden von der übergeordneten Komponente. Und dafür gibt es jetzt eine spezielle Notation, um deutlich zu machen, wie man den Lolli mit dem Lolli hier entsprechend verbindet. Die Notation sieht wie folgt aus. Schön, hier kann ich das einfach wegmachen, das ist für euch ein bisschen schwieriger, vielleicht auf dem Blatt Papier. Wir sagen, wir durchbrechen hier irgendwo diese Komponente. Von außen können wir die jetzt quasi einfach verbinden. Und innen gibt es einen Pfeil.
Und der Pfeil, das ist ein Delegationspfeil, da steht auch immer Delegate dran. Steht auch Delegate dran. Und warum das zwei eckige Klammern sind, zwei spitze Klammern sind, das müsst ihr die Entwickler von UML fragen, das weiß ich auch nicht. Das ist aber die Notation, so müssen wir mit der leben. Und jetzt gibt es eine Eselsbrücke noch, wie ihr euch merken könnt, wohin diese Pfeile zeigen. Die zeigen nämlich immer konsistent zum Lolli. Ne? Das kleine Kind steht da und sagt, ich möchte den Lolli da haben. Das heißt, von hier ist das hier der Lolli und von hier wird hier draußen irgendwo der Lolli erwartet. Das heißt, der Pfeil zeigt nach außen und der Pfeil zeigt hier nach innen. Gut, jetzt können wir das auch noch in unser Beispiel einbauen. Was ist ein E-Mail-Client ohne einen Browser? Wir brauchen natürlich noch irgendwo einen Browser dabei. Weil es gibt ja so Leute, die schicken HTML-E-Mails, dann müssen die natürlich auch angezeigt werden. So, dann gibt es vielleicht irgendwie auch noch eine Komponente. Und diese Komponente ist aber jetzt irgendwie nicht auf der gleichen Ebene. Ja? Den Browser gibt es auch einzeln und der hat auch vielleicht jetzt gar nicht unbedingt was mit den Kalendern und Kontakten zu tun, sondern eher, dass manche E-Mails sollen mit dem Browser angezeigt werden, weil die halt mit HTML verschickt werden zum Beispiel. So, was wir jetzt hier machen können, ist zu sagen, naja, es gibt hier eine große Box drumherum. Das ist der E-Mail-Client und der E-Mail-Client selbst ist eine Komponente. So, und der Browser bietet eine Funktionalität an, die im E-Mail-Client verwendet werden kann. Jetzt muss ich mal gucken, habe ich wahrscheinlich sehr ungünstig gemalt. Ja, das wird jetzt ein bisschen schwierig. Wir müssen also hier irgendwo was durchbrechen und sagen, ne, die Anzeige von dem E-Mail-Client oder der E-Mail-Client benutzt diesen Browser und der benutzt eben diesen E-Mail-Viewer. Der E-Mail-Viewer benutzt den so. So, in welche Richtung muss der Pfeil zeigen? Gut, kurz mal zeigen, die Richtung oder die Richtung. Wer ist für die Richtung? Wer ist für die Richtung? Gut, das war etwa ausgewogen. Gucken wir hier nochmal nach. Von diesem Bogen hier zeigen wir Richtung Lolli. Der Lolli wäre gedacht hier. Der ist also irgendwo außen. Hier ist der Lolli auch außen. Der ist jetzt hier unten gelandet, aber der wäre hier auf der Seite, das heißt, in die Richtung muss der Pfeil gehen. Die Hälfte hat es richtig etwa. Gut, aber habe ich ein bisschen verwirrend gezeichnet, vielleicht war das auch Teil des Problems. Gut, das zu den Komponentendiagrammen. Da gibt es auch wieder eine Reihe von Regeln dazu, die ich hier mal versucht habe, so möglichst vollständig aufzulisten. Wenn wir jetzt Namen für die Komponenten vergeben, dann sollten die natürlich eindeutig sein. Das heißt, das Beispiel, wenn die nur Subkomponente heißen würden, das würde nicht gehen, ja, sondern hier stehen natürlich reale Namen drin und unterschiedliche Namen, weil wir über die Namen dann identifizieren, worum es sich handelt. Was man natürlich noch erlauben kann, ist, dass es den gleichen Namen auf verschiedenen Ebenen gibt oder in verschiedenen Teilkomponenten als Teilkomponente. So eine Komponente kann eine beliebige Anzahl von Schnittstellen haben, sowohl required als auch provided. Ja, es wäre denkbar, dass wir eine Komponente haben, die hat nur drei Lollis, die sie anbietet, aber braucht sozusagen nichts weiter. Gut, jede Komponente ist direkt oder indirekt mit jeder anderen verbunden, weil ansonsten sind es getrennte Komponentendiagramme. Ja? Dann haben die nichts miteinander zu tun. Wenn überhaupt keine Daten hin und her fließen, dann sind es einfach mehrere Diagramme. Das heißt, für ein Diagramm fordern wir immer, dass die verbunden sind miteinander. Subkomponenten können beliebig tief verschachtelt werden. Und das ist tatsächlich auch ein interessanter Punkt aus Softwarearchitektur-Sicht. Weil wir können so ein System modellieren, wir können ein modernes Fahrzeug modellieren
und können sagen, das besteht aus diesen drei Komponenten. Zum Beispiel eine davon ist Infotainment. Und wenn dich das genauer interessiert, dann guckst du halt da rein. Dann guckt man da rein und sieht im Infotainment, aha, da gibt es jetzt 5 Komponenten. Und wenn mich eine davon interessiert, zum Beispiel das Radio, dann gucke ich eben nur in diese Radiokomponente rein und kann quasi immer reinzoomen in das, was mich mehr interessiert. Die können also beliebig tief verschachtelt werden. Gut, und wann immer eine Subkomponente mit einer Komponente irgendwo außerhalb kommuniziert, also zum Beispiel der E-Mail-Viewer ist eine Subkomponente von E-Mail-Client mit dem Browser, dann muss das immer über so ein Delegate passieren und so eine kleine Box gezeichnet werden, sonst entspricht es nicht den Regeln. Gut, dazu noch ein Zitat von Gordon Bell. The cheapest, fastest and most reliable components are those that aren't there. Tatsächlich haben wir vieles für die Softwarearchitektur schon in der Hand, wenn wir ein Software-System designen. An der Stelle, wenn wir da schon aus irgendwelchen Gründen dafür sorgen können, dass man bestimmte Komponenten vielleicht gar nicht braucht, dann haben wir manche Sachen, dann ist das Programm schneller, es wird weniger Geld kosten, weil ich in diese Komponente zumindest kein Geld stecken muss. Und es sind natürlich auch weniger angreifbar, siehe Log4j. Ja, Log4j, natürlich habe ich nicht viel Aufwand davon, dass ich das quasi einmal verwende, muss die Komponenten nicht selber entwickeln, aber hier haben wir quasi, sehen wir das Problem mit Reliability. Gut, damit haben wir jetzt das erste Strukturdiagramm kennengelernt und wie gesagt, nächste Woche kommen wir zu Klassendiagramm. So, die Idee ist, dass ihr jetzt mal wieder was selbst macht und über die Hand in den Kopf. Ihr solltet euch selbst mal ein kleines Beispiel überlegen für eine Messenger-App. Ja, ihr habt ja eben den Signal-Messenger reingeguckt. Ihr könnt jetzt versuchen, euch zu überlegen, wie könnte so ein Signal-Messenger eigentlich grob granular aufgebaut sein in Form von Komponenten. Und damit das nicht ganz so langweilig wird, sollt ihr das jeder machen und in der Gruppe später austauschen und ihr sollt genau einen Fehler einbauen. Das heißt, ihr könnt euch zum Beispiel eine dieser Regeln hernehmen, einen Fehler einbauen und die anderen sollen es dann danach suchen. Ja, das funktioniert natürlich nur, wenn jetzt jeder für sich zeichnet und sich überlegt, was man für einen Fehler einbaut. Und das Ziel ist nicht, dass da nachher gar kein Fehler drin ist oder 5 Fehler, ja, weil das kann sich jeder einfach ein falsches Komponentendiagramm zeichnen. Und es geht um syntaktische Fehler. Ja? Es geht jetzt nicht um das Inhaltliche, weil wie euer Messenger aufgebaut ist, das kann kein anderer beurteilen. Ja? Aber ob das Klassendiagramm sozusagen den Regeln entspricht, gut, die sehen wir jetzt hier auf der Folie nicht, sondern an der Tafel, das ist dabei unklar. Gut, gibt es Fragen dazu? Gut, dann legt los. Wir werden ein bisschen mit rumgehen und sind gespannt auf eure Komponentendiagramme. Gut. Kurzes Handzeichen. Bei wem hatte das Bild mehr als einen Fehler? Das ist, glaube ich, relativ normal. Ja? Also eigentlich sieht das alles so super simpel aus, aber dann kann man doch irgendwo relativ schnell was falsch machen. Und die gute Nachricht ist, ihr habt das jetzt hier die erste Runde schon mal geübt, dann gibt es noch eine Übung dazu. Ihr seid dann also bestens vorbereitet. Gut, wir würden jetzt weitermachen. Es sei denn, es gibt noch Fragen dazu. Und zwar hatte ich das schon angekündigt, wir wollen uns jetzt Architekturmuster angucken, weil es gibt halt bestimmte Architekturen, die sich irgendwie durchgesetzt haben in der Praxis, dann hat man den Namen gegeben und es ist natürlich deutlich einfacher, mal einen Namen zu benutzen, als immer ein großes Komponentendiagramm hinzumalen. Ja? Manchmal braucht man diese Komponentendiagramme und wir werden die jetzt auch gleich nutzen, damit ich euch vorstellen kann, wie diese Architekturmuster aussehen. Aber tatsächlich benutzt man die relativ häufig. Und das ist jetzt auch wieder so eine Liste ähnlich. Ihr werdet in der Praxis später auch noch vielleicht mit anderen UML-Diagrammen zu tun haben. Ja? Welche, die ich nicht unterrichte. Aber dann lernt ihr euch relativ schnell da ein. Also kennst du einen, kennst du alle? Nee, nicht ganz so. Aber wenn ihr 6 von diesen Modellen verstanden habt und verinnerlicht habt, dann ein 7. zu lernen ist relativ einfach. Und so ähnlich ist das mit den Architekturmustern auch. Aber die, die ich jetzt hier vorstelle, die werden euch sicherlich irgendwann mal irgendwo begegnen. Gut, was ist so ein Architekturmuster? Lass ich euch kurz lesen.
Also es gibt irgendwie Architekturen, die sind in der Praxis irgendwie im Einsatz und für diese Architekturen, da gibt es so eine gewisse Essenz da drin. Ja, dann kann ich zum Beispiel sagen, bei einer Architektur von Gebäuden, das ist irgendwie gotische Architektur oder sowas. Ja? Kenne ich mich leider jetzt nicht sonderlich gut mit aus. Analogie hört jetzt an der Stelle deswegen mal auf. Architekturmustern ist das also auch so, dass wir irgendwie die Essenz haben wollen. Wir wollen irgendwie sagen, naja, im Prinzip ist es eine solche Architektur bis auf oder es ist eine solche Architektur kombiniert mit einer anderen Architektur. Was wollen wir damit machen? Wir wollen Architekturen, die sich etabliert haben, Architekturen, die gut funktionieren, wollen wir auch weiterhin verwenden. Also was relativ viel benutzt wird, ist irgendwie so ein kleines Servermodell, kommen wir gleich nochmal drauf. Ja, ich habe irgendwie gewisse Software, die läuft auf dem Client und gewisse, die läuft auf dem Server. Und das kann man jetzt verteilen, wie die, was wo läuft. Das ist relativ etabliert, das nutzen viele Anwendungen und dann können wir das eben auch benutzen. Wir wollen das auch nutzen zur effizienten Kommunikation. Das hatte ich eben schon angedeutet. Wir wollen nicht jedes Mal ein großes Diagramm aufmalen und sagen, genau so soll es sein. Ja, kleinen Server, eine Komponente, noch eine Komponente, die beiden kommunizieren miteinander. Dafür möchte ich nicht jedes Mal so ein Diagramm hinmalen. Ja, das ist ja, könnte quasi das Diagramm da auf der rechten Seite sein. Sondern ich möchte dann einfach sagen, kleine Server-Architektur und dann soll auch jeder wissen, was ihr meint ist. Und damit das funktioniert, müsst ihr natürlich auch die grundlegenden Architekturen kennen. Was auch das Ziel ist, jetzt gibt es Personen, die sind seit 20, 30 Jahren in der Softwareentwicklung beschäftigt. Das sind dann die Gurus und die haben gewisses Wissen angehäuft über die Zeit. Und das Wissen wollen wir auch irgendwie konservieren. Wir wollen das irgendwie verfügbar machen, auch für andere Personen, ja, für euch zum Beispiel. Und deswegen, das sind quasi diese Ziele von diesen Architekturmustern. Die lösen jetzt nicht alle Probleme. Ja, und das ist wie mit eigentlich allen Teilen vom Software Engineering. In jeder Vorlesung habe ich euch gesagt, jetzt vermeiden wir wieder ein paar Probleme mit der Schaukel, aber alles können wir eben nicht vermeiden, ja, alle Probleme. Gut. Eine der grundlegendsten Architekturen ist die sogenannte Schichtenarchitektur oder Englisch Layered Architecture. So, ich habe jetzt im Anbetracht der Zeit, erspare ich euch, dass ich jetzt all diese Boxen hier händisch male und ihr seht auch gleich mal ein Beispiel daneben. Also, was können wir hier machen? Wir haben eine Schicht und darüber haben wir noch eine Schicht und darüber haben wir noch eine Schicht und davon kann es n Schichten geben. Und wir haben jetzt rechts mal ein Beispiel, damit es ein bisschen praktischer wird, nämlich das Schichtenmodell, über das viel von unserem viel vom Internet basiert. Wenn ich Webseiten übertrage, dann ist das häufig über HTTPS. Unten gibt es aber irgendwo so ein Kabel vielleicht oder es gibt irgendwie WLAN und dann ist die Frage, wie kommt jetzt meine Webseite zu der anderen Person? Und das ist typischerweise über ein Schichtenmodell repräsentiert. Also ich habe Ethernet, was quasi einfach ein Protokoll ist, wie man über ein Netzwerkkabel verschiedene Knoten, Rechnerknoten miteinander kommunizieren kann. Dann habe ich das IP-Protokoll, das Internetprotokoll, von dem es zum Beispiel die Version 4 gibt und eine Version 6. Da habt ihr vielleicht schon mal irgendwo von gehört. Und ihr könnt bei euch nachgucken auf dem System, ihr seid mit irgendwelchen Geräten mit Sicherheit mit dem Internet verbunden und da könnt ihr nachgucken, was ihr eine IPv4-IP habt und was ihr für eine IPv6-Version habt. Es gibt ganze Abteilungen in Deutschland, in irgendwelchen Unternehmen, die machen nichts anderes, als Software, die schon mal funktioniert hat, auf IPv4, auf IPv6 umzustellen. So, eigentlich ist die Idee von dieser Schichtenarchitektur, dass ich quasi einzelne Schichten austauschen kann. Ja, da sehen wir jetzt IP und das steht jetzt mal für IPv4 und ich nehme einfach das raus und setze IPv6 rein. Das ist die ideale Welt. Die praktische ist natürlich, wenn ihr einen Browser aufmacht, dann mit dem Browser kommuniziert ihr nicht mit dem IP-Protokoll, aber ihr schreibt vielleicht in der Adresszeile mal eine IPv4-Nummer rein. Ja? Also habe mit Sicherheit schon mal irgendwo gemacht. So, das heißt, es gibt diese verschiedenen Schichten und im Idealfall können wir die quasi einzeln austauschen. Das ist auch das, was in der Praxis passiert. Ja, TCP als ein Protokoll, gibt es auch UDP und ähnliche. Statt HTTPS gab es irgendwann mal HTTP. Und es gibt immer noch Webseiten, die nicht funktionieren, weil sie den Wechsel, weil sie die letzten 20 Jahre verpasst haben und immer noch HTTP sprechen und nicht HTTPS. Gut, aber genug Bashing über dieses Protokoll und die ganzen Probleme da drin. Die Schichtenarchitektur ist deswegen interessant aus Software-Engineering-Sicht oder für Softwareprojekte allgemein,
weil wir über das System einfacher nachdenken können. Es gibt diese verschiedenen Schichten. Ich kann über jede Schicht nachdenken und ich kann eine Schicht weitestgehend implementieren, indem ich nur über die Schicht darüber und darunter nachdenke. Denn was wir sehen, ist, dass quasi HTTPS, TCP, IP und Ethernet sind mit 3 Verbindungen verbunden. Weniger geht nicht. Das ist das absolute Minimum. Wenn ich eine von diesen Verbindungen wegnehme, dann funktioniert das Internet nicht mehr. Ja? Dann hat Oma das Internet gelöscht. So, wenn wir jetzt, das ist quasi das Minimum, ne? Wir brauchen N-1 Verbindungen dazwischen. Und jetzt könnten wir auf die Idee kommen, nein, dann machen wir das anders. Ja? Alle sprechen mit HTTPS, alle Verbindungen. Dann haben wir aber HTTPS, ist relativ schwer dann zu implementieren, wenn es mit allen anderen zusammen kommuniziert. Ja, und das ist so eine Art Aufteilung oder ein System, wie man jede einzelne Schicht möglichst unabhängig von anderen Schichten entwickeln kann, sodass man sich nur zur überen und unteren quasi damit auseinandersetzen muss. Gut, wichtig ist dabei auch noch, wenn man diese Schichtenarchitektur malt, dann gibt es eben auch oben und unten und das macht durchaus einen Unterschied. Wir haben also unten die Schichten, die irgendwie was anbieten, nach oben. Das heißt, der Lollipop, der zeigt immer nach oben. Der hängt nicht von der Decke. Gut, jetzt gibt es verschiedene Schichtenarchitekturen, die haben sich durchgesetzt. Die gibt es häufiger als andere, deswegen hat man dafür noch andere Namen, nämlich zum Beispiel die Client-Server-Architektur. Von der habe ich jetzt immer schon mal gesprochen und jetzt sehen wir die mal auf einem Bild. Ich kann nämlich zum Beispiel einen Server haben als eine Komponente, die bietet irgendwas an, so eine Schnittstelle. Und dann gibt es Clients, die können sich dazu verbinden. Und das sieht man auch praktisch. Ich kann den Server starten ohne den Client. Ich kann aber nicht den Client starten, wenn der Server nicht da ist. Dann hat der Client ein Problem. Ja, vielleicht, und das kommt ein bisschen auf den Client an, ja, vielleicht kann der irgendwie noch starten, aber man kann nicht alles machen mit dem Client, was man sonst machen könnte mit dem Server. Aber den Server kann ich auch starten, wenn gar keine Clients da sind. Und insbesondere kann ich eben natürlich auch mehrere Clients zum gleichen Server verbinden. Gut, was ist das eigentlich Problem, was dahinter steht? Naja, es gibt mehrere Clients typischerweise, ja, selbst wenn wir vielleicht nur eine Softwarekomponente haben, dann taucht die vielleicht mehrfach irgendwo auf. Wir hatten eben so eine Diskussion zu einem Signal-Server, der vielleicht dann an mehreren Stellen vielleicht läuft, oder wir haben einen Server, wir haben irgendwie mehrere Clients. Die mehreren Clients können natürlich die gleiche Softwarekomponente sein, aber können eben mehrmals irgendwo arbeiten. Das heißt, es gibt verschiedene Clients, vielleicht alle identisch implementiert, aber an verschiedenen Stellen, die alle müssen auf die gleichen Daten zugreifen. Und die Idee ist, die kommunizieren nicht alle untereinander, jeder Client muss jeden Client kennen, sondern die kommunizieren über einen Server, können sich bei dem anmelden und sagen, ich möchte jetzt die aktuellen Daten haben, haben vielleicht eine lokale Kopie von gewissen Daten. Bei Matrix ist zum Beispiel so, wenn man das im Webbrowser startet, dann meine ich, korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, dann kann man das schon starten, wenn der Server offline ist, aber dann hat es eben den letzten Stand, den es irgendwie hatte von den Daten, der ist dann irgendwie vielleicht noch im Cache, manche Daten, und erst wenn der Server wieder online ist oder wenn die Verbindung hergestellt wird, dann kommen eben auch neue Nachrichten rein. Gut, also Clients initiieren typischerweise diese Kommunikation. Wir haben oft mehrere Clients von der gleichen Art. Ja? Es gibt dann einen also Browser ist vielleicht ein schlechtes Beispiel da, aber es gibt eben vielleicht einen Client, vielleicht eine App, die ihr irgendwie bei euch installiert und mit dieser App kann man sich dann zum Server verbinden. Prinzipiell sind auch mehrere Clients denkbar, das haben wir oft bei verschiedenen Betriebssystemen. Ja, WhatsApp hat irgendwann angefangen, da gab es dann früher schon sozusagen eine Browser-Version davon und dann gab es irgendwann auch noch Desktop-Anwendungen, mit denen man auch auf WhatsApp zugreifen kann. Gut, wenn man von Client-Server spricht, also einer Zwei-Schichten-Architektur, dann steckt häufig eigentlich eine Drei-Schichten-Architektur dahinter. Oder man muss da eigentlich noch mehr Fragen beantworten dazu. Nämlich, was man häufig hat, ist, wir haben mehrere Clients. Mit mehrere Clients meine ich jetzt nicht mehrere Instanzen, also mehrere Leute, die irgendwie zusammen chatten, sondern mehrere Arten von Clients, zum Beispiel einen für Windows, einen für macOS, einen für Linux. Und dann möchte ich jetzt, dass möglichst viel übernommen wird. Ich möchte halt nicht, dass ich ganz viel Code immer wieder neu schreiben muss, bloß weil es ein anderer Client ist. Und was man jetzt überlegen kann, ist, wo die Daten gespeichert werden, ist klar. Die Daten werden auf der untersten Ebene quasi auf dem Server gespeichert.
Ich muss auch auf jeden Fall irgendwas anzeigen. Aber ich kann mir jetzt überlegen, die logischen Berechnungen, die laufen, laufen die auf dem Client ab oder laufen die auf dem Server ab? Und das ist eine der zentralsten Entscheidungen, die man irgendwie fällen kann. Das ist eine Architekturentscheidung, ob ich einen sogenannten Syn-Client mache oder einen Rich-Client. Und es gibt so ein paar Anhaltsfaktoren, was man da vor sich hat. Wenn ihr irgendwie eine Webseite nutzt, könnt ihr gucken, ist das eher ein Syn-Client oder ein Rich-Client? Nämlich ihr könnt das WLAN ausmachen und könnt gucken, funktioniert das noch weiter? Kann ich noch irgendwas machen in der App? Wenn in der App noch ziemlich viel funktioniert und der vielleicht meckert, der hat keine Verbindung, aber ihr könnt trotzdem noch alles Mögliche machen, dann ist es ein Rich-Client sehr wahrscheinlich. Wohingegen, wenn ihr eine Webseite nutzt und jegliche Berechnung, jeder Button, den ihr drückt oder Neusortieren von irgendeiner Liste, braucht alles immer eine Internetverbindung, dann ist es wahrscheinlich ein Syn-Client, das heißt eine reine Ansicht. Eine andere Regel ist noch, wenn es eine Weile dauert, die Webseite zu laden bei einer schlechten Internetverbindung, dann wird da offensichtlich mehr Code runtergeladen und dann ist es vielleicht auch eher ein Rich-Client. Gut, dann gibt es noch Peer-to-Peer-Architekturen. Wie sehen die aus oder was ist das Problem vielleicht erstmal? Wenn wir diese kleinen Server-Architekturen haben, dann haben wir halt einen Server und auf dem Server haben wir relativ hohes Datenaufkommen. Ja? Und das kommt jetzt ein bisschen darauf an. Im Moment digitalisieren wir irgendwie in ganz Deutschland die Verwaltung. Da gibt es viele Daten, die sind unkritisch, weil das einfach ja, so vom Personalausweis oder ähnliches, das sind halt ganz kleine Datenmengen, da ist der Server nicht groß mit belastet. Jetzt gibt es aber sowas wie Software-Updates zum Beispiel. So, Software-Updates für ein Betriebssystem können relativ groß werden und am Patch-Day von Microsoft werden dann an Millionen Rechner weltweit mehrere hundert Megabyte Daten übertragen und dann kann der Server von Windows in die Knie gehen, von Microsoft in die Knie gehen. So, was hat sich Microsoft tatsächlich auch überlegt? Microsoft hat Peer-to-Peer-Architektur da irgendwann eingeführt. Das war also nicht immer so, aber wurde dann eingeführt mit Windows 10. Wir nehmen einfach die verschiedenen Rechnerknoten und die tauschen sich einfach die Updates untereinander aus. Ja? Einer von diesen Knoten ist vielleicht der Server von Microsoft und der streut das mal irgendwo rein, aber die Clients tauschen sich das untereinander aus. Das heißt aber, dass Clients untereinander oder muss man ein bisschen vorsichtig sein mit den Begriffen, eigentlich reden wir dann von Peers, dass die Peers untereinander reden können, die müssen sozusagen Verbindungen zueinander aufnehmen. Gut, und das ist quasi, wer es mir nicht glaubt, könnt da gerne mal gucken. Ich glaube, auch bei aktuelleren Windows-Versionen hat sich da nichts geändert. So sah es bei Windows 10 zumindest aus. Windows 10 war das erste Betriebssystem von Windows, wo man kostenlos Versionen nutzen konnte oder auch kostenlos Upgrades machen konnte. Und das war vor allem dadurch getragen, dass man eben auch Kosten irgendwo einspart, nämlich bei den Software-Updates. So, und das sind die Standardeinstellungen. Die Standardeinstellungen sind natürlich nicht beliebig viel hochladen oder sowas oder versuchen dann schon auch mehr lokal irgendwie zu verteilen, aber das habt ihr quasi in der Hand, wie viel Upload ihr damit verbraucht. Gut. Ja, ich glaube, ich muss kurz überziehen, weil wir brauchen das wahrscheinlich schon in der Übung, ne? Nächste Woche. Gut, dann ganz kurz gestattet mir das bitte. Wer weg muss, muss weg, dann gibt es das in der Aufzeichnung. Model View Controller Architektur ist eine relativ typische Architektur, ist allerdings ein bisschen komplexer. Der Kontext ist, wir haben Daten, die müssen irgendwie manipuliert werden und die müssen in mehreren Sichten angezeigt werden. Und wir möchten, dass diese mehreren Sichten alle gleichzeitig die gleichen Daten anzeigen, dass die Daten da drin konsistent sind. Das Problem, was wir haben, neue Sichten hinzuzufügen, ist relativ schwierig, weil die müssen sich ja mit allen anderen Sichten abstimmen. Jedes Mal, wenn es in irgendeiner Sicht eine Änderung gibt, muss es in jeder neuen Sicht auch eine Änderung geben. Da ist die Idee, dass wir prinzipiell mal drei Komponenten haben. Die heißen Modell, View und Controller oder Englisch Model, View und Controller. View ist eine Ansicht, ja, und da kann es mehrere Views von geben, mehrere mögliche, oder in dieser View-Komponente gibt es vielleicht mehrere Java-Klassen und die mehreren Java-Klassen ermöglichen mehrere Arten, was anzuzeigen. Könnten uns in dem Taschenrechner vom Praktikum überlegen, wir zeigen die Liste auch noch irgendwie anders an, als Bäume oder ähnliches. Und dann haben wir zwei alternative Darstellungen dafür.
So, dann haben wir das Modell, das heißt, dahinter liegen irgendwie Klassen, die stellen das dar. Das sind die Expressions, Subtraktion, Addition in eurem Taschenrechner. Jetzt ist die Idee, ich möchte halt mehrere Sichten haben, die die gleichen Rechnungen darstellen und die kommunizieren jetzt nur bedingt direkt miteinander, die müssen sich gar nicht gegenseitig kennen, sondern die kommunizieren über einen sogenannten Controller. Das heißt, wenn es ein solches eine neue Sicht gibt, dann meldet sich die Sicht an bei einem Controller. Der Controller gibt sozusagen ein Modell her und das Modell, wann immer es bei dem Modell Änderungen gibt, dann wird die View informiert. Das macht quasi diese Verbindung hier. Das heißt, die View hat eine Methode und die Methode heißt vielleicht Update und die wird aufgerufen, wann immer es eine Änderung gibt im Modell. Jetzt gibt es aber auch umgekehrt den Fall, die View möchte vielleicht auch Änderungen machen am Modell. Das heißt, ich habe vielleicht einen Add-Button, der möchte irgendwie was hinzufügen. Dann brauche ich im Modell eine Möglichkeit, neue Sachen hinzuzufügen. Zum Beispiel neue Sachen zur Liste der alten Berechnungen hinzuzufügen. Was macht jetzt der Controller? Der Controller merkt, wann immer es Änderungen gibt in dem Modell und filtert quasi, welche Sichten überhaupt davon Bescheid wissen müssen oder davon Bescheid kriegen müssen. Das heißt, es gibt gewisse User-Events und eine Sicht kann zum Beispiel sagen, ich bin nur an Änderungen in den und den Teilen von dem Modell interessiert oder nur an den und den Änderungen. Ich bin zum Beispiel nur interessiert, wenn der Reset-Button gedrückt wurde und sich entsprechend was in dem Modell im Hintergrund ändert. Dafür sind diese beiden Events, Selection Update, da sagt die View quasi, an welchen Updates sie interessiert ist und dann gibt es die User Events, der Controller gibt quasi der View Bescheid, wann immer sich was ändert. So, und jetzt weg von diesem Taschenrechnerbeispiel und diesem allgemeinen Darstellung, was relativ typisch ist, wenn ihr ein Excel-Dokument habt, dann könnt ihr in dem Excel-Dokument eine Tabelle haben mit den Daten und ihr könnt gleichzeitig ein Tortendiagramm und ein Balkendiagramm haben. Wenn ihr jetzt was ändert in der Tabelle, erwartet ihr, dass das Tortendiagramm und das Balkendiagramm sich automatisch aktualisieren. Und tatsächlich kann sowas eben gut mit dem Model View Controller Pattern umgesetzt werden. Das hat den Vorteil, dass nicht alle Views sich gegenseitig kennen müssen und miteinander sprechen müssen. Und damit können wir neue Views leichter implementieren. Gut, Pipeline-Filter-Architektur geht schneller. Das, wer mit Linux ein bisschen gearbeitet hat, kennt das von da. Wir haben mehrere Schritte der Verarbeitung von Daten und die Schritte sollen nacheinander ausgeführt werden. Und wir können zum Beispiel, haben wir eine Eingabe und wir können die Eingabe reingeben in ein Programm und die Ausgabe von dem Programm können wir im nächsten Programm als Eingabe reingeben und die Ausgabe von dem Programm können wir beim nächsten Programm als Eingabe reingeben. Das Ganze macht dieser Befehl hier unten, der zum Beispiel in einem Ordner alle Dateien sucht, außer die, die aus dem November sind und wird das auf mehreren Seiten ausgeben. Ja, und das sind quasi mehrere Schritte nacheinander. Das Ergebnis wird gefiltert, manipuliert, da drin wird irgendwas gesucht, zum Beispiel mit grep. Und das ist quasi die Möglichkeit, das in Unix mit verschiedenen Programmen zu machen. Die prinzipielle Idee ist halt, wir haben irgendwie Daten, die Daten durchlaufen verschiedene Rechenschritte und wir schleusen die sozusagen durch. Gut, damit sind wir am Ende der Vorlesung. Wir haben also über verschiedene Architekturmuster gesprochen und das Sinn und Zweck von Architekturmustern ist, dass wir was wiederverwenden können, dass man diese Architekturmuster an verschiedenen Stellen einsetzen kann. Und für zu Hause haben wir noch ein Quiz für euch. Bis nächste Woche.